Hallo, ich bin's, eure Momo. Ach, wer kennt das nicht? Ein Thema und zigtausend verschiedene Videos im Internet, zigtausend verschiedene Meinungen, was super, was nicht super ist und was funktioniert. Heute möchte ich euch ein ganz kurzes Erklärvideo bezüglich Waschmittel und Kastanien und meine Erfahrungen damit mitteilen. Erstens mal ist es so, dass ich schon gerne Alternativen zu Waschmittel gerne hätte, weil ich finde, es ist umweltfreundlicher und ich habe mir gedacht, ich möchte mir auch auf Zukunft gerne Geld sparen. Wie mache ich das? Und habe das einfach von Jahr zu Jahr immer wieder neue Erfahrungen mit den Kastanien gesammelt und will euch kurz die Hard Facts dazu sagen. Also ich sammle immer die Kastanien, die noch weich sind. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, ich schneide sie in die Hälfte bzw. in zwei Hälften. Wenn sie weich sind, kann man sie nämlich noch schneiden. Das ist viel, viel einfacher. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, also erstens mal müssen die Kastanien dann immer trocknen, getrennt voneinander, also nicht dicht beieinander, weil sonst schimmeln sie. Es gibt die Variante, entweder ich habe sie dann mit Schale, wie ihr hier seht. Oder auch nicht. Hoppale! So. So, einmal mit Schale oder geschälte Kastanien. Der Unterschied ist, geschälte Kastanien sind egal, ob du Weißwäsche dabei hast oder was auch immer, es ist safe. Die Schale färbt nämlich leider Gottes auf helle Kleidung ab. Das heißt, man muss nie drüber nachdenken, ist da jetzt, weiß ich nicht, eine weiße Unterhose dabei oder sonstiges. Ich habe da leidvolle Erfahrungen gemacht, dass halt Handtücher danach nicht mehr weiß sind oder bei Unterwäsche einfach so braune Flecken drin sind. Das schaut natürlich nicht besonders gustiös aus. Und deswegen habe ich für mich beschlossen, prinzipiell die Kastanien zu schälen. Als nächster Schritt, also ich trockne sie und vorm Trocknen tue ich sie teilweise schon schälen oder beziehungsweise einfach dann danach. Schälen ist ein Hacken und schälen ist eine Arbeit. Ich weiß es, aber es zahlt sich auf jeden Fall aus, dass man nicht die Wäsche trennen muss. Oder man sagt, ich schäle sie nicht und wenn ihr weiße Wäsche dabei habt, wird einfach ein normales Waschmittel verwendet. Kann man auch sich ganz leicht als Alternative einfach überlegen, bevor man es kompliziert macht. Als nächsten Schritt ist es so, dass ich immer ein eigenes Glas habe zur Vorbereitung für das Waschmittel. Und ich mache es so unkompliziert wie möglich, weil manche beschreiben dann, ja, man kann die dann mahlen in so einem eigenen Gerät und dann kann man das Ganze ansetzen. Nicht jeder hat das zu Hause und findet das irgendwie mühsam. Deswegen einfach vierteln oder halbieren, trocknen und wenn man eben weiße Wäsche dazu waschen möchte, muss man sie halt schälen. Als nächsten Schritt ist es so, dass ich dann immer so ungefähr so eine kleine Handvoll einfach an Kastanien in das Glas hineingebe und einfach einmal ein bisschen Flüssigkeit dazufüge. Wenn man sich leichter tut, kann man das Ganze natürlich auch so machen. Moment, aber jetzt nicht vorbereitet drauf. Ich weiß ja ungefähr hier von den Flüssigkeiten, dass ich vorher das Wasser hier einfülle, wie hoch circa das Anfüllteil ist und schütte dann einfach das Wasser natürlich da rein. Wenn ich das dann gemacht habe, kann man es entweder zur Vorbereitung ein bisschen ziehen lassen. Ist, finde ich, aber an sich nicht immer notwendig. Wenn man dran denkt, gerne, wenn nicht, dann nicht. Und jetzt zeige ich euch mal gleich, dass das Ganze funktioniert. Deckel gut draufziehen. Und wenn ich schüttel, sieht man schon hier, dass sich leichter Schaum bildet. Je länger man stehen lässt, desto intensiver ist der Schaum. Aber es funktioniert auch, wenn man es gleich frisch macht. Das heißt, setze das immer an, dann sortiere die Wäsche und kurz bevor ich es einschalte, gebe ich das rein. Als nächsten Schritt ist es so, diese Flüssigkeit fülle ich dann in den Behälter hinein. Gebe dann noch ein Antikalkmittel dazu, weil bei mir ist leider das Wasser zu kalkhaltig. Und dann gibt es zwei Methoden. Entweder man gibt in den Weichspülerkasten ätherische Tropfen, also ätherische Öle rein, 10 Tropfen. Oder ich mache noch immer die Kombi. Ich gebe noch ganz, ganz, ganz wenig normal gekauftes Waschmittel, aber ökologisches Waschmittel dazu. Von der Waschkraft her bräuchte es das nicht. Ich mache es ein bisschen vom Geruch her.
Ist einfach von ja, Einstellungssache. Wenn man natürlich ein Antikalkmittel dazu gibt, darf man auch nicht vergessen, das Antikalkmittel hat auch schon mal eine Waschkraft. Das heißt, wenn jemand kein Antikalkmittel verwenden möchte oder gar kein normales, konventionelles Waschmittel, die Kastanien haben genug Waschkraft. Wenn man sagt, es sind eingetrocknete, heftige Flecken, natürlich vorbehandeln, weil das wird jedes Waschmittel, außer es ist wirklich ein sehr reizendes Waschmittel, nicht erbacken. Und ich kenne auch genug, die auch Stoffwindeln oder wirklich verdreckte Bekleidung von Kindern mit Kastanien erfolgreich rausgewaschen haben. Also an sich hat es die gleiche Waschkraft wie ein normales Waschmittel, da braucht sich keine Sorgen machen. So, als zweiten Schritt mache ich es dann aber auch so: Die Kastanien, die dann noch drinnen bleiben, nehme ich mir eine Socke, fülle sie ein, mache einen Knoten und gebe sie dazu. Das heißt, das allein gebe ich nicht in die Waschmaschine, sondern ich mache eine Kombination. Das heißt, hier entsteht nochmal eine Waschkraft und hier ist auch schon ein Teil vorgebundenes Waschmittel. Wenn dann alles fertig ist, nehme ich die Socke raus. Die Kastanien kann man noch ein zweites Mal verwenden. Die schauen dann so aus. Die sind von vor 2 Tagen. Ein bisschen als Vergleich. Die sind heller, die sind dunkler und sind dann noch weich. Das heißt, ich lege sie dann einfach zum Trocknen neben der Waschmaschine auf und dann weiß ich, die kann ich das zweite Mal normal verwenden. Zusammengefasst ist es so: Ihr sammelt die Kastanien, schneidet sie einfach in ein oder zwei Hälften, schaut, dass sie gut trocknen können, ohne dass sie schimmeln. Für weiße Wäsche einfach schälen. Für nicht weiße Wäsche kann die Schale sehr gerne dranbleiben. Erst wenn sie komplett trocken sind, gebe ich sie dann in einen Behälter, wo ich es aufbewahren kann. Eine kleine Handvoll mit ein bisschen Flüssigkeit ansetzen oder nicht ansetzen. Einmal schön aufschäumen lassen. Das Flüssige gleich direkt hinein. Die Kastanien in eine Socke hinein und einfach mit waschen mit der gesamten Wäsche. Ein zweites Mal zu verwenden. Für den Duft gehen ätherische Öle in den Weichspülerkasten, beziehungsweise einfach ein bisschen ein Waschmittel mit hineingeben. So, ich hoffe, ich habe ein paar Mythen aufgeräumt und zigtausend andere Videos, die es da über Kastanien und wie man es macht und dann tut man es mahlen und dann tut man da ansetzen und keine Ahnung. Es ist so unkompliziert. Und was es für Mythen gibt bezüglich Efeu und Waschmittel, kann ich euch noch in einem eigenen Video geben oder machen, weil manchmal verpasst man die Kastanienzeit. Und Efeu ist halt immer verfügbar. Deswegen mache ich es so, dass ich mehr Kastanien sammeln und manchmal dann sogar auch für ein zweites Jahr gerüstet bin. Ja, ich erspare mir damit definitiv einiges an Geld. weil natürlich ja, vom Waschmittel her man sich schon doch einiges erspart. Und ja, ich auch etwas Gutes für die Umwelt natürlich getan habe. Weiterhin gilt auch für die Waschmaschine trotzdem ab und zu einfach einmal ein Reinigungsprogramm durchlaufen lassen, weil natürlich auch hier die Kastanien mit ihrer Waschkraft, die Saponine, was da drinnen sind, wie in den Seifen, auch natürlich Rückstände in der Maschine hinterlassen. Das heißt, die Maschine ist trotzdem jetzt nicht safe vor Verkalkungen oder sonstiges. Ja. Das schafft die Kastanie natürlich nicht. Die hinterlässt die gleichen Schäden wie ein Waschmittel an der Waschmaschine und an der Trommel. Das heißt, trotzdem weiterhin auch einfach ein Reinigungsprogramm in der Waschmaschine machen. Warum das so wichtig ist, ist natürlich, wenn so viele Ablagerungen in der Waschmaschine sind, bilden sich viele Bakterien und Keime. Und wenn man halt dann nur 30 oder 40 Grad wäscht, tummeln sich die ganzen Keime und Bakterien in euren Bekleidungen und das ist dann ganz herrlich. Also, es macht dann auch ein bisschen einen komischen, mirtlerten Geruch. Ja, das ist auch noch eine Sache dazu. Meine Wäsche duftet immer gut, egal ob mit Kastanien oder ohne Kastanien gewaschen, weil meine Waschmaschine sauber ist. So, das war genug der Belehrungen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und die Beschreibung folgt natürlich im drunteren Text drunter. So, ich wünsche euch noch einen feinen Tag. Alles Liebe, eure Mumu. Tschüss, Baba.